So, wir sind am Shibe-Niro-Schrein. Wenn sie ihn Viro genannt hätten, das wäre irgendwie lustig gewesen. Und da das der höhere der beiden ist und man von dem zum anderen kommt, aber nicht andersrum, gehe ich hier zuerst rein. Genau genommen muss ich euch noch begrüßen, das habe ich jetzt vergessen. Stellt euch jetzt einfach mal, fühlt euch jetzt einfach begrüßt. Danke. Willkommen, Pilger, mein Name ist Shibe Niro. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Doppelte Erinnerung. Okay, was gibt's hier? Zwei Schreine sind einander verbunden, des einen Lösung war dem anderen gefunden. Doch vor Beginn prägt dir alles gut ein, sonst verlässt ratlos du den Schrein. Okay. Boah, ich habe gerade übelste Disconnects, ne? Ich bin nicht stehen geblieben, ich schwör's euch. Okay. Das heißt, ich muss das jetzt erstmal fotografieren. Fahr hoch. Damit ich das im anderen Schrein reproduzieren kann. Gut. Fotografiere es. Nein, so ging das, genau. Okay, sollte passen. Speichern. Sonst sehe ich hier gerade nichts. Das eine Lösung war dem anderen gefunden. Das heißt allerdings im Gegenzug auch, dass ich hiermit noch nichts anfangen kann, weil ich nicht weiß, wie der andere Schrein aussieht. Oh Mann. Gut, dann sehen wir uns gleich im anderen Schrein. Yay! Das halt. Wow, das sieht cool aus. Aber nein, wir sehen uns nicht im anderen Schrein. Wir sehen uns vorher nochmal hier. Denn diesen epischen Flug, den kann ich euch einfach nicht unterschlagen. Ey, ich drück nach vorne. Was sind denn das gerade für übelste Disconnects? Ist ja richtig hässlich. Und ich drück gerade auch nicht mehr nach vor. Ey. Boah, wieso ist das gerade so unsteuerbar? Verrät mir das jemand mal. Oh. Nein, nicht dahin rennen. Boah, ist das gerade hässlich. Oh. So, das ist jetzt der andere Schrein. Der Schiebe so und sowas Schrein. Ich habe keine Ahnung, wie der genau heißt. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shibe Naisu. Niasu. Im Namen der Göttin Julia sollst du geprüft werden. Genau. Doppelte Erinnerung. Wir hatten gleich einen Namen, das ist aber komisch. So, komm runter, Plattförmchen. Und jetzt gehst du bitte mal hoch. Genau. Und jetzt fotografiere ich das hier mal. Ich meine, ich hätte das auch mit Screenshots machen können. Ich weiß nicht, warum mein Kumpel meinte, ich brauche da das Modul für. Vielleicht habe ich ihn aber auch nur falsch verstanden, weil er darf mich ja nicht spoilern. Deswegen muss er immer in Rätseln reden. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Bild vom einen Schrein und vom anderen. Das werde ich mal eben ausnutzen. Ja, genau. Okay. Ich merke mir einfach das mit Zahlen. 2, 4, 1, 3, 5. 2, 4, 1, 3, 5. Das heißt, das hier muss ins zweite von links. 2. Rüber da. 2. Es hat irgendwie was von einem Passwort. 4. 1. Die Lottozahlen. 3, also Mitte. Und geh doch rein. 3 und 5. Sollte jetzt passen. Lustig, dass hier der Hinweis nicht kommt. Oder ist am anderen Schrein jetzt auch verschwunden? Gut. Interessantes Konzept. Finde ich schön. Ist mal was anderes. Macht es halt nur ein bisschen dumm, wenn man einen Schrein pro Folge machen will. Ja, viel Spaß hier, das zu schaffen. Musste ich jetzt Kompromisse eingehen. Kiste habe ich tatsächlich
keine gefunden hier jetzt. Boah, ich habe immer noch Disconnects die ganze Zeit, ne? Das ist echt, echt schlimm. Ja. Ohne Zweifel, yay. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen der Bewertung könnt ihr mir übrigens auch da lassen, wenn ihr wollt. Oh Gott. Wieso fällt mir das jetzt erst ein? Das wäre voll genial gewesen. Das ist auch gleichzeitig ein super flacher Witz. Oh Mann. Hier ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Oh. So, dann auf zum anderen Schrein. Ja, okay, ich schneide hier mal kurz rein, aber... Ey, seht ihr das? Ich habe gerade krasse Disconnects und ich weiß nicht warum. So, schiebe Niro Schrein. Dann geht's hier rein. Ich glaube, den Witz habe ich diese Folge schon mal gebracht. Auf der anderen Seite ist das der 8. Schrein, den ich heute mache. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht, wenn man einen Schrein wieder besucht. Okay, es wird einem nur schnell da unten was gesagt und ich bin gerade nicht weitergelaufen, eigentlich, wieder mal. Nun, Album. Das ist der 2. Schrein gewesen. 51242. Gut. Dann setzen wir es mal in die Tat um. 5. Lauf schon, Junge. 5. 1. So, dahin. 2. 4. Und nochmal die 2. Danke fürs Einschalten. Das waren wieder mal die Lottozahlen. So. Und warum? Warum habe ich sie gerade, ne? Ich verstehe es nicht. Es ist sonst nicht der Fall. Also ich... In der ersten Folge war es mal der Fall oder so. Oder am ersten Tag, wo ich die Switch hatte. Aber das ist heute mega nervig. Und gerade eben besonders. Nun, damit hätten wir aber tatsächlich 2 in einer Folge geschafft. Und du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du auserwählter Held. Yay. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Sehr schön. Dann geht's jetzt noch schnell nach Kakariko. Wir lösen die Zeichen der Bewährung ein. Und ja, haben einen neuen Herzcontainer dann, den 6. Schön, hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay, auf nach Kakariko. Wir kennen das Prozedere, einfach runterspringen und Spaß haben. Ich habe jetzt gar nicht genau auf die Uhr geschaut, wie lange die Folge schon ist, aber zu kurz dürfte sie eigentlich nicht sein, würde mich sehr wundern. Und naja, zu lange, okay, wäre jetzt auch nicht so das dran. Ma. Ey, warum habe ich gerade diese übelsten Disconnects? Du hast Zeichen der Herausforderung... Was? Du hast Herausforderung bestanden, Zeichen der Bewährung erhalten. Ich habe bitte Herzen. Ja, her damit. So sei es. Und der 2. für heute. Für mich. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Sehr schön, wir haben endlich 6 Herzen. Das hat lang genug gedauert. Meine Hühnerlein. Achso, das ist immer noch das gleiche.
Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir uns dann auf Richtung erst Titan. Deswegen stimmt bitte nochmal ab. Ich kann nochmal anzeigen. Oh, wobei, hier hätten wir noch einen Schrein. Dann hier unten. Und oh, ich muss eigentlich noch mit Impa reden. Wegen der Erinnerung. Okay, vielleicht wird das doch noch nichts mit den Titanen. Aber ich kann ja schon mal oder nochmal zeigen, wo sie sind. Und zwar hier. Die, ja, was welche Himmelsrichtung war, oder die Abstimmung ist unter Folge. Ich blende es wieder ein, damit ich mich nicht vertue. Und ja, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Da gehen wir wahrscheinlich noch zu Impa. Wegen der Erinnerung. Und vielleicht suchen wir die Erinnerung. Das würde ich aber, glaube ich, nur machen, wenn ich den Schrein hier als nächstes, ja, finden werde. Oder Schrein? Den Titan als erstes bestreiten will. Oder werde, wie auch immer. Naja, bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss, haut rein, Leute. Euer Anonymimus.